Meinungsfreiheit. Das Gute an Meinungsfreiheit ist meiner Meinung nach Kritik. In einer Gesellschaft mit Meinungsfreiheit können Dinge kritisiert werden und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass kritikwürdige Dinge kritisiert und verbessert werden. Dieses Verbessern und die Entwicklung zum Besseren hin ist subjektiv und dementsprechend hängt es von der Gesellschaft ab, wie dann die Kritik aussieht und wohin die Entwicklung stattfindet. Aber ich nehme einfach für dieses Video einmal an, dass diese Entwicklung zum Besseren, die durch Meinungsfreiheit stattfindet, tatsächlich auch eine Entwicklung zum Besseren ist, dass meine subjektive Moral mit der durchschnittlichen Moral der Gesellschaft übereinstimmt. Meinungsfreiheit hat aber auch negative Aspekte. Meinungsfreiheit hat einen destabilisierenden Effekt im Vergleich zu keiner Meinungsfreiheit. Einfachstes Beispiel dafür sind autoritäre Staaten mit insgesamt wirtschaftlich nicht so guter Lage. Wenn zum Beispiel der Iran morgen Meinungsfreiheit einführen und achten würde, dann gäbe es spätestens übermorgen im Iran nicht mehr denselben Staat. Und Meinungsfreiheit führt zwar in einer stabilen Gesellschaft zu einer schnelleren Entwicklung zum Besseren, in einer Gesellschaft wie dem Iran könnte aber das plötzliche Einführen von Meinungsfreiheit derart destabilisierende Auswirkungen haben, dass es zum Beispiel militärische Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern von irgendwelchen politischen Dingen führen könnte und insgesamt nicht produktiv sein könnte, zu einer Art Bürgerkrieg führen könnte. Jetzt ist die Frage, gibt es auch etwas Negatives in zum Beispiel Deutschland? Ist dort dieser destabilisierende Effekt auch so stark, dass er die Gesellschaft irgendwie sprengen könnte? Und aus vergangener Erfahrung würde ich dort ziemlich eindeutig sagen, nein. Bisher ist unsere Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg nicht aufgrund von Meinungsfreiheit kollabiert. Es gibt allerdings Veränderungen, die man durchaus beobachten sollte. Es gibt zum Beispiel die relativ plötzliche Entwicklung von sozialen Medien. Und sozialen Medien, die algorithmisch gesteuert sind, die von monolithischen Firmen kontrolliert werden, die eine eigene Moral haben, die eigene Ziele haben. Man könnte es auch böswillig formulieren, die Meinung auf ihren Plattformen verzerren. Und das muss nichts sein, was nach der persönlichen Moral des Einzelnen nun falsch ist. Aber es verzerrt nun die Darstellung der Gesellschaft auf dieser Plattform. Und auch wenn es mit meiner persönlichen Moral nie im Konflikt stehen würde, würde es mit Sicherheit andere Menschen geben, die wertvolle Beiträge leisten würden, aber die durch diese Verzerrung zum Beispiel nicht gleichberechtigt anderen Leuten gezeigt werden oder einfach komplett gebannt werden. Das ist eine Entwicklung, die man mit Sorge betrachten sollte, meiner Meinung nach, und man sollte durchaus versuchen, das Problem zu lösen. Es gibt zum Beispiel föderierte Ansätze, wo man einzelne moderierte Server hat, einzelne Gruppen, in denen eine gewisse Meinung vertreten ist. Und es gibt eine Synchronisation, die allerdings von den Administratoren der Gruppen bestimmt wird, mit anderen Gruppen. Das ist wesentlich vergleichbarer zu zum Beispiel Kneipen in der Realität. Einfach als Beispiel für einen Ort, wo man Diskussionen haben kann. Es gibt Kneipen, die haben durchschnittlich eine andere Meinung als andere Kneipen. Und dementsprechend passt sich die dort existierende Verzerrung, die dort auch existiert, weil Menschen sich an die Umgebung anpassen und nicht gerne herausstechen, zumindest die meisten, passt sich eben an die einzelne Kneipe. Soziale Medien, wie sie aktuell existieren, sind, würde ich sagen, eine Gefahr für die Stabilität. Ich prophezeie nun nicht den Untergang, aber es könnte zu negativen Entwicklungen führen und eventuell
hat es das auch schon. Ich sage eventuell, weil das negativ oder positiv hier hängt natürlich wieder von der eigenen subjektiven Moral ab.